Mein Name ist Adrian und in diesem Video dreht sich alles um dieses kleine Mikrofon hier. Das bekommst du nämlich schon für unter 15 Euro auf Amazon und den Link dazu habe ich dir unten in die Videobeschreibung gepackt. Den Sound von diesem Mikrofon hörst du jetzt auch schon über das ganze Video hinweg und ich finde es wirklich beeindruckend, was man hier für unter 15 Euro für eine Soundqualität für seine Videos bekommen kann. Aber jetzt mal ein bisschen weiter vorne angefangen. Ich komme eher so aus dem Profibereich der Mikrofone und hatte dann auch mal das Rode SmartLav Plus. Und das ist so ein Mikrofon von Rode für ungefähr 50 Euro, das vergleichbar ist mit diesem Mikrofon hier. Und deshalb habe ich das in den Seminaren vorgestellt. Habe zu iPhone-Seminaren, Smartphone-Seminaren immer wieder gesagt, hey, für 50 Euro kriegt ihr ein Ansteckmikrofon, mit dem ihr den Klang von eurem Smartphone, den Klang aber auch von eurer Kamera, von dem Kameramikrofon extrem übertreffen könnt. Und da war aber dann immer so der Punkt, ja, ich weiß nicht, 50 Euro ist schon ziemlich viel für ein Mikrofon. Aus meiner Perspektive eigentlich total komisch, denn wir haben hier Mikrofone, die viel, viel mehr Geld kosten, ohne jetzt irgendwie angeben zu wollen. Aber 50 Euro für ein Mikrofon ist schon extrem, extrem wenig. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich mal auf Amazon und bestelle mir mal so ein günstiges Mikrofon, das nochmal einen Bruchteil davon kostet und einfach ohne diesen Namen wie Rode unterwegs ist. Und da bin ich bei diesem Mikrofon hier gelandet, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und da war ich dann hängen geblieben, habe mir das Ding mal bestellt und bin echt begeistert von dieser Klangqualität, die man hier rausbekommen kann. Denn immer wenn ich Leute berate, die neues Equipment sich anschaffen wollen, sage ich immer, hey Leute, bedenkt, ihr braucht nicht nur eine Kamera, damit kommen die meisten nämlich zu mir, Adrian, welche Kamera soll ich mir kaufen, sondern ihr braucht in unterschiedlichen Bereichen Equipment. Das ist Licht, das ist Ton, das ist die Post-Production, die Nachbearbeitung, Schnittprogramm, Festplatte, Computer und so weiter und natürlich braucht ihr auch eine Kamera. Aber gerade in dem ganzen Online-Bereich ist es unglaublich wichtig, wie gut die Tonqualität ist. Jetzt gerade gestern saß ich mit einem ehemaligen Redakteur zusammen, der viel beim RTL gemacht hat und der hat gesagt, Adrian, das Wichtigste ist auch beim Fernsehen, das Bild kann mal verwackelt sein, verrauscht sein und so weiter, aber die Klangqualität muss super sein. Und ich finde es wirklich beeindruckend, wie man hier für wenig Geld ein Mikrofon bekommt, mit dem man Klangqualitäten schaffen kann, wie du sie hier hörst, die weit über das hinausgehen, was ein internes Kameramikrofon zum Beispiel leisten kann. Aber jetzt möchte ich dich so ein bisschen mit in den Arbeitsfluss reinnehmen, denn dieses Mikrofon, was du jetzt hörst, das ist quasi das interne Kameramikrofon von dieser Kamera, die jetzt hier vor mir steht. Jetzt switchen wir wieder zurück auf dieses Mikrofon und jetzt hast du mal so einen kleinen Vergleich zwischen diesen beiden Mikrofonen und im Workflow ist es natürlich jetzt viel einfacher, einfach den Ton aus der Kamera zu nehmen, aber ich möchte dir jetzt einfach auch mal zeigen, wie einfach es ist, mit so einem externen Mikrofon am Smartphone aufzunehmen, um das im Nachhinein als Audiospur dann auch mit dem Video zu verwenden. Aber wie mache ich das Ganze? Ich habe jetzt hier ein Kabel, das geht bis zur Hosentasche runter, ist auch ein relativ langes Kabel, also man merkt hier, da kann man auch dann quasi sich mit dem Smartphone filmen, das wäre auch möglich, aber aktuell dient das Smartphone hier jetzt nur der Audioaufzeichnung und das mache ich hier mit der Rode Reporter App, die verlinke ich dir gerne auch unterhalb, gibt es leider nur für iOS, alle die Android verwenden, können aber ganz normal die Sprachaufnahme-App, die Sprachmemo-App oder wie auch immer die bei euch heißt, vielleicht auch Diktiergerät, einfach die benutzen, dann habt ihr hier natürlich die Möglichkeit, mit eurem Smartphone das Audio aufzuzeichnen. Gegebenenfalls gibt es auch noch irgendwelche Einstellungen, wo ihr da nochmal die Qualität nach oben korrigieren könnt. Wie gesagt, also ich habe hier mir das Mikrofon hier angesteckt, einmal das Kabel unterm Pulli durchgeführt und dann brauche ich, weil ich ein iPhone 7 habe, noch so einen Adapter, um dann letzten Endes von diesem Klinkenanschluss auf den Lightning-Anschluss vom iPhone zu kommen. Den brauchst du nicht, wenn du zum Beispiel ein Android-Gerät hast oder auch ein iPhone hast mit Klinkenanschluss. Da kannst du es dann direkt in das Smartphone reinstecken. Den Adapter hier, das ist ein besonderer Adapter, das ist nicht der originale Adapter. Damit kann man parallel noch sein Smartphone aufladen, während man ein Mikrofon angeschlossen hat. Den Link dazu kann ich dir auch gerne unten reinpacken, haben mich schon einige danach gefragt, einfach weil der Akku vom Smartphone natürlich auch da leer gesaugt wird, aber das weniger, wenn man hier nur Audio aufnimmt, sondern eher, wenn man dann auch mit dem Smartphone filmen möchte. Genau, wie gesagt, ich starte dann hier die Aufnahme. Was mache ich als
nächstes, ich klatsche laut in die Hände. Ja, das mache ich jetzt nicht, weil sonst kriegst du einen Hörsturz, aber ich klatsche dann laut in die Hände, um letzten Endes den Ton von diesem Mikrofon hier, der separat im iPhone aufgezeichnet wird, mit dem Ton von der Kamera zu synchronisieren. Und das ist ganz wichtig. In der Kamera muss weiter der Ton aufgezeichnet werden, damit ich das im Nachhinein im Schnitt quasi zusammenlegen kann. Dann synchronisiere ich nicht Bild und Ton, sondern eigentlich synchronisiere ich den Ton von der Kamera mit dem Ton, den ich parallel aufgezeichnet habe. Und dann kann ich das für das finale Video sozusagen ersetzen. Dann kann ich diese Tonspur nehmen und nicht die Tonspur von der Kamera. Und das funktioniert auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ich habe das zum Beispiel schon mal mit DaVinci Resolve gezeigt und damit funktioniert es komplett automatisch. Ich verlinke dir das Video hier. Es ist eine kostenlose Software, damit kannst du kostenlos und komplett automatisch mit einem Klick quasi Bild, also Video und Ton, der separat aufgenommen worden ist, synchronisieren. Des Weiteren geht das auch in jedem x-beliebigen anderen Schnittprogramm. Das zeige ich hier in dem Video, was ich dir jetzt verlinke. Das ist sozusagen ein kleines Basic-Video. Wie funktioniert es mit dem Synchronisieren? Und da zeige ich dir auch, wie das in jedem x-beliebigen Schnittprogramm funktioniert. Das war es jetzt hier mit dem Workflow. Wie gesagt, es ist eine unglaubliche Steigerung. Ich switch jetzt hier nochmal auf das Mikrofon von dieser Kamera. Und das ist wirklich ein beeindruckend gutes Mikrofon und wir sind hier in Studiobedingungen. Das heißt, das ist noch ein relativ guter Ton. Wenn jetzt Windgeräusche, Nebengeräusche, eine Straße oder so noch dazukommt und nicht hier diese Studioatmosphäre, dann wäre das hier wesentlich schlechter zu verstehen als das Mikrofon hier bei mir angesteckt. Also wie gesagt, wenn du das Geld investieren kannst, wenn du 12 Euro investieren kannst in bessere Videoqualität, dann besorg dir unbedingt ein Ansteckmikrofon wie dieses hier und letzten Endes kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr Geld investieren, dann zeige ich dir hier auch den Unterschied zwischen unterschiedlichen Lavalier-Mikrofonen, den habe ich dir hier nämlich nochmal verlinkt, das Video. Da kannst du einfach die Unterschiede wahrnehmen zwischen den unterschiedlichen Preisklassen. Und wie gesagt, das ist ein kleiner Sprung von 12 Euro zu 50 Euro. Aber ein Riesensprung von 0 Euro Mikrofon, also das Mikrofon, was sowieso in der Kamera verbaut ist, zu diesem 12 Euro Mikrofon. Und wie gesagt, ein Smartphone, das hat eigentlich jeder in der Hosentasche. Und wenn wir das hier sozusagen zusätzlich noch nutzen und die Videospur schön mit unserer Kamera aufnehmen oder mit einem weiteren Smartphone und im Nachhinein das Ganze dann synchronisieren, dann bekommen wir eine unglaublich viel höhere Videoqualität. Denn Video ist nicht nur das Video, also als Bild, sondern natürlich auch das Audio, dass wir ordentlich zu verstehen sind. Aber das war es jetzt hier mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dich weitergebracht. Besorg dir gerne dieses Mikrofon. Wenn du noch Fragen hast, pack sie gerne unterhalb in die Videobeschreibung. Ich gehe gerne darauf ein. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass eine positive Bewertung da. Und abonniere unbedingt den YouTube-Channel, wenn du weiterhin Videos rund um das Thema Videoproduktion von uns haben möchtest. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!